Da waren zwei Stimmen drin, die kamen mir verdammt bekannt vor. Ja. Das ist schön, dass ihr schon ein bisschen vorgearbeitet habt. Hat man euch gesagt, dass ihr heute Abend wie die Pferde bei uns arbeiten dürft? Ja, natürlich. Ist das Silvester? Jetzt geht das nämlich ran nicht umsonst. An die Postsäcke, ne? Ab geht's, los. Ran an die Beutels. Ja, ja, ihr müsst euch einen Beutels aussuchen. Eine schöne Beutels dürft ihr euch aussuchen. Spontan, lauter Videos von Einsendern drin. Mann, mach das doch nicht so kompliziert. Typisch, ne? Ja. Oh. Jawohl, das ist die einfache Lösung. Einen Postsack und die Videos bitte hier vorne unauffällig aufs Sofa. Sie wissen, es wird spannend, liebe Zuschauer, denn jetzt geht es um Ihr Geld. 10.000 Mark stehen heute zur Debatte. Und so ist das immer. Du Trottel, du! Jetzt setz dich wenn das einer sieht, der einen Film geschickt hat. So, pass auf, ganz kurz zum Ablauf. Ist mal Ruhe da unten, bitte. Drei Videos werden wir jetzt auswählen. Das heißt, es werden Klaus und Klaus machen. Wir hoffen, dass Klaus und Klaus sich dabei nicht streiten werden, wenn Klaus und Klaus drei Videos wählen. Würdet ihr bitte anfangen? Wild drei rausziehen. Fang du an. Damit ich nichts sehen kann. Ja, die Fee, die blinde Fee. Ich hab ein. Eines für Martina. Ich greif noch im Sack. Eins für Klaus. Und noch eins für Klaus, damit Klaus nicht sauer wird. So, das sind die drei, die heute im Finale sind, für die es um viel, viel Geld geht. Wen haben wir da? Da haben wir erstmal den ersten Klaus, der liest vor hier. Klausi Mausi, Blindi. Der erste. Ja, meinetwegen. Also das ist Jaroslav Liva. Nochmal. Jo. Jaroslav Liwacz aus Jelina Gora in Polen. Video A. So. Und dann haben wir Video B. Das ist von Christoph König aus Willisau. Nee, Willisau, ne? Willisau. 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 Ja, gut. In der Schweiz. Auf jeden Fall in der Schweiz. Und noch eins. Und was soll ich sagen? Ich habe den schwersten Namen. Klaus Abele aus Reutlingen. Da hat er was gut gesagt. Klaus und Klaus, unsere Gäste des heutigen Silvesterabends, nochmal einen herzlichen Dank. Nicht heilen, Gott sei Dank. Vielen Dank, dass ihr die Mühe euch gemacht habt, hier zu sein bei uns. Ihr dürft jetzt arbeiten, nämlich diese drei Filme vertonen. Auf euch warten im Tonstudio jede Menge Arrangeure, Videoteure, Redakteure, Pediköre und ich weiß nicht was alles. Ihr könnt fleißig vorstellen. Gut, komm, arbeiten, Alter. Und wie das bezahlt wird, du. Ah, alles gut. Mir hat ja einer so einen Geldkoffer in der Hand gedrückt. Das ist unsere Gage, gib mal her. Nee, der ist nicht für euch, sondern für den absoluten Hauptgewinner. Moment, den muss unser Studiopublikum ja schließlich erstmal wählen. 10.000 Mark sind das. Der Koffer kostet 9 und drin sind 1.000. Quatsch, insgesamt 10.000 Mark. Und dafür haben wir drei Kandidaten ausgesucht, von denen einer gewinnen wird. Ihr zwei mal zu lieb und habt die für uns vertont. Was schwer? Nö. Ja, du hast ja auch nur vom Heringssalat genascht, hä? Ist gar nicht wahr. Das war ich. Also, jetzt passt. Die Fernsehnation wartet drauf. Ganz besonders unsere drei Einsender, um die es heute geht, wer 10.000 Mark bekommt. Wir sollten sie mal ganz kurz noch mal durchgehen. Ja, wir haben da unseren Kandidaten A, der auf dem Seil tanzt. Ein Video von Jaroslav Liwacz aus Jelenia Gora in Polen. Heiner konnt's wie Heiner. Du Klaus, geht er auf dem Seil oder geht er auf dem Strich? Nur ich nichts mehr von beiden. Da wird jeden Mann schlecht. Jetzt kommt hoch. Video Betens. Ja, ich, ne? Wer möchte? Herr Christoph König aus Willisau. In der Schweiz schickte uns das Video B per eilige Luftfracht direkt zu uns ins Studio. Vorsicht, Mann! So ein Flugzeug ist doch kein Spielzeug! Da kann er denn nicht hören? Oh! Oh! Dritter im Bunde fehlt uns noch. Vielleicht Klaus, damit der andere nicht sauer wird. Eine Pizza Salto Mortale hat uns Klausi geschickt. Klausi Abele aus Reutlingen. Nee, der hat sie gebacken. Unser dritter Kandidat, Video C. Ja. Mensch, eigentlich hatten wir doch in der Kantine eine Torte bestellt. Hm. Oha. Hör doch mal wieder rauf, den Teiglappen. So, und jetzt wird es absolut spannend.
spannend. Und da wir heute viel mehr Zuschauer im Studio haben als Knöpfchen, der geübte Bitte-Lächeln-Zuschauer weiß, wovon ich rede, verteilen wir heute Stimmzettel. Prost. Seid ihr fertig soweit? Ja? Wir haben die Stimmzettel schon verteilt. Die Zuschauer im Studio wissen auch, welche Farbe für welchen Film ist und haben hoffentlich dementsprechend gestimmt. Seid bitte so lieb, arbeitet mal endlich was und sammelt die Zettel wieder ein. Vielen Dank. Sie werden sich vielleicht wundern, liebe Zuschauer, normalerweise machen wir das ja mittels Testentscheidung, aber versuchen Sie jetzt mal irgendwo durchzukommen. Vor allen Dingen alle gleichzeitig, deswegen heute nicht. Und während wir das Ganze auswerten, gibt es noch ein paar kleine musikalische Extras. Ja, wir haben das Feuer zwar schon gestartet, aber lassen jetzt Biddy trotzdem johlen oder vielmehr johlen oder überhaupt, ach, start the fire. Ja! Vielen Dank. Das war eine richtige Arbeit. Ne? Wir sind jetzt alle gespannt, wer das Rennen gemacht hat. Video A, Video B oder Video C. Ihr wisst das Ergebnis, wir nicht. Tja. Er. Nein, er hat im Eibüchse. Nee. Nee. Hab nichts verstanden, aber auf jeden Fall gibt's einen Gewinner. Gewonnen hat Video A. Echte deutsche Mark gehen an Herrn Jaroslav Liwatsch in Polen. Unser herzliches Beileid. Wieso ja. Beileid? So halt. Tja, wahrscheinlich geht jetzt erst der große Familienstreit los, was mit der Kohle so passieren soll. Eben. Na, also, wenn Sie nicht wissen, wohin mit dem Geld sägen, die Regie können wir mal bitten, kurz unsere Kontonummer durchzugeben. Ja, vielleicht meint ihr es ein bisschen kürzer. Wir sind am Ende, kommen Sie gut durchs neue Jahr. Und halten Sie uns vor allen Dingen die Treue. Ja, und jetzt noch mal live von der Waterkant, Klaus und Klaus. Dankeschön, dass Sie bei uns waren.